machen. Ja, auf jeden Fall Urlaubsfeeling, an dem ihr gerade teilhabt. Ich sitze hier mit dem Horst Wenzel. Hallo! Hört sich so ein bisschen so gestellt an, ne? Wo man jetzt hier so ein Interview macht. Auf jeden Fall, wir fangen mal an. Wir hängen hier die ganze Zeit schön auf Ibiza rum und auf einmal sagt man so, hallo, in einer Kamera. Ja, aber eigentlich ganz gechillt. Herzlich willkommen. Wir sind hier im Urlaub, haben das Glück, noch ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen Europas hier abzufangen und wollten ein kleines Gespräch führen über das Thema Flirten. Ja, Horst, du bist Flirt-Coach bei der Flirt-University und auch Geschäftsführer. Ja. Was ist die Flirt-University? Das stimmt. Ich habe ein Unternehmen aufgebaut, das heißt flirtuniversity.de. Und also fragt man sich erstmal, wie wird man so Flirt-Coach? Was ist eigentlich das, was einen da so motiviert? Ich fand das einen sehr witzigen Lebensweg, zu sagen, okay, ich will Menschen helfen, dass sie halt Beziehungen aufbauen, dass sie ein Liebesleben schaffen, was ihnen quasi, was sie erfüllt und was ihnen wirklich Spaß macht. Also du willst Menschen glücklich machen, so, in ihren Beziehungen. So kann man das sagen. Also auf welchen Ebenen kann das denn dann stattfinden zum Beispiel? Auf solchen Ebenen zum Beispiel, dass man einfach, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie bei einer Fahrschule. Bei einer Fahrschule muss man ja auch erstmal irgendwie lernen, wie bewege ich mich in einem Verkehr, im Straßenverkehr. Jetzt haben wir es hier mit dem zwischenmenschlichen Austausch im Verkehr zu tun. Aber auch da muss man halt wissen, was sind die Verkehrszeichen, wie schnell darf ich fahren, was sind so die Regeln vielleicht des Umgangs und wie fahre ich halt dabei irgendwie sicher und so, dass es halt wirklich Spaß macht und schön ist. Also sind die Verkehrszeichen dann sozusagen die Signale der Frau, die man dann als Mann lernen muss, um erfolgreich zu sein? Oder? Ja, genau. Also, das kann man so sagen. Also wir bei der Flirt University als Verkehrsschule des Flirtens. Also jetzt habe ich mir das Ganze auch mal angeguckt und habe festgestellt, also da findet auf jeden Fall viel Verkehr statt. Das heißt also, viele Leute interessieren sich dafür, dass wir, ja, oder dass die Jungs bei der Flirt University denen helfen, wie man besser mit Mädels umgeht. So. Ja. Und wie, wer wird von euch gecoacht? So, das ist meine Frage. Wer wird von uns gecoacht? Da mag man ja erstmal vielleicht meinen, das sind irgendwie jetzt nur die Nerds, die irgendwie sowas machen. Also ich war selbst ein Nerd, muss ich dazu sagen. Ja, Horst war der Obernerd. Ja, ich habe so ein Video von Horst gesehen, wo er als, also er ist ja auch parteipolitisch da so ein bisschen aktiv. Und da hat er so als Ortsvereinsvorsitzender so ganz, ganz ernst irgendwie mit, wie alt warst du da? So 17, 18, 19. 17, 18, ne? Und irgendwann war der Umschwung in deinem Leben, wo du gesagt hast, jetzt werde ich Flirtcoach. Was bringt einen dazu? Ja, was motiviert einen Menschen, Flirtcoach zu sein? Was mich ein bisschen verändert hat, war so eine Indienreise. Da habe ich so angefangen, über alles nachzudenken, oder das, wo will ich im Leben hin. Dann habe ich gemerkt, ich will was machen, wo ich halt selbst irgendwie Spaß dran habe. Und ich habe immer schon gern geflirtet, aber auch gern Leute dazu ein bisschen beraten. Wir haben mal gesagt, so, hey, bei dir läuft das eigentlich echt ganz gut. Du hast immer irgendwie so eine süße Freundin. Was ist da los? Was machst du richtig? Guck mal, quasi so der bei mir nicht geklappt jetzt. Ja. Also du konntest dann irgendwann, hast du so die Expertenrolle eingenommen. Ne? Und jetzt habe ich mir euer Team angeguckt. Und da sind ja wirklich mehrere Experten. Das heißt, also ihr habt dann Kommunikationswissenschaftler, ihr habt da einen Psychologen und... Genau. Also wir haben quasi ein ganz breit aufgestelltes Team. Also es fängt irgendwie beim Styling und beim Auftreten an. So. Ja. Da haben wir eine Stylistin, wir haben einen Psychologen mit am Team, einen Kommunikationstrainer und einen Persönlichkeitstrainer, weil wir glauben, dass das Attraktivste auch immer noch fürs andere Geschlecht ist, wenn man einfach selbst eine einfach interessante Persönlichkeit hat. Ja. Vielleicht nochmal ein Satz so zu dem, wer kommt da zu uns hin? Ne? Es ist jetzt eben nicht so, dass es irgendwie nur die Flirts, dass es nur die Flirt-Nerds sind, sondern das sind meistens Leute, wo es eigentlich sogar sehr, sehr gut läuft. Also die gerade zum Beispiel aus einer Beziehung gekommen sind oder ansonsten einen super geilen Job haben. Ne? Wir hatten jetzt irgendwie einen ganz erfolgreichen Banker bei uns, einen Juristen. Oder also Leute, einer, die... Einer, das war spannend, das war wirklich so ein kleiner Rockstar. Also der hat in Köln, war ich einmal auf einem Konzert mit ihm und das war echt der Oberhammer, weil den haben alle voll abgefeiert. Hinterher waren auch mehr als genug Mädels eigentlich da, aber der wusste gar nicht, wie bringt er das nach Hause, was wären jetzt so die Schritte. Und da ist der halt immer allein nach Hause gegangen. Das heißt also, ein cooler Typ, der irgendwie kommunikativ ist, aber einen gewissen Schritt gibt es da immer, da hapert es dann oder was, ne? Genau. Ob es jetzt beim Ansprechen so ist... Da haben halt die meisten Männer, sag ich mal, so eine Barriere. Hat auch jeder, habe ich auch. Also wenn ich auf eine Frau zugehe, habe ich da auch erstmal so ein kleines Gefühl, dass man sich so denkt, was da jetzt irgendwie,
vielleicht weist die einen irgendwie zurück. Und wenn man da zu lange drüber nachdenkt, dann hat man so eine Negativspirale im Kopf und denkt, und dann wird das halt erst für einen Mann irgendwie immer schlimmer. Dann denkt er sich, ach, scheiße, das heißt also, jetzt gleich kriegen das auch andere mit, dass ich die angesprochen habe und die mich irgendwie abgewiesen hat. Und was ist denn dann so ein konkretes Aha-Erlebnis, wo der dann sagt, boah, yo, ihr habt einen guten Job gemacht und was ist so das... Der Punkt, der Turning Point. Ja, wenn er ein Date hat, ne? Also wenn das meiste, was man bei uns bei den Coachings auch da rausgeht und durch so 2-3 Dates einfach ganz konkret auch hat, ne? Das ist auch was wirklich zählt, dass die Leute auch ganz konkret mit uns ihr... Das heißt, also könntest du denn versprechen, dass wenn jemand von dir gecoacht wird, dass der, sag ich mal, definitiv eine Handynummer kriegt oder definitiv irgendwie so ein Date? Nee, das kann ich nicht versprechen. Ich bin ja nicht bescheuert. Aber und zwar, wir geben den Leuten, also wir geben denen nicht die Fisch, sondern wir geben denen die Angel in die Hand. Aber das Ding ist... Aber das Schöne ist, dass wir auch gemeinsam angeln gehen und keine Sorge, da wird schon wer anbeißen. Und weißt du was? Ich habe gedacht, du machst jetzt das Versprechen, weil ich nämlich festgestellt habe, dass nämlich alle, die da hingekommen sind, dass sie nämlich die Nummern dann gekriegt haben. Und den das Erfolg. Stimmt sogar, ja. Auch bei den Frauen ist irgendwie so, ne? Ja. Dass immer, wenn ich mit denen unterwegs bin im Coaching, dann ist das eher so... Ja. Dass es mit den Typen ganz automatisch funktioniert. Ja, geil. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für das Interview, Horst. Alles Gute und wir führen das Gespräch auf jeden Fall an einer anderen Stelle nochmal fort. Ciao. Bärbel, Mutti, wir haben gerade ein Interview gemacht. Das ist super, super süß und lieb von dir, dass du uns hier von der Klippe holen willst. Aber... Ey du, ich stell gerade mein Unternehmen beim Philipp so vor. Fehlt das Ganze. Aber macht nix, wir haben euch trotzdem lieb. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, optimal. Einmal winken. Ja, alles klar, wir kommen jetzt. Das waren unsere Muttis, unsere beiden Mütter. Zwei wundervolle Frauen, die wir einfach mitgenommen haben. Ja. Wir saßen so in Berlin auf einer Dachterrasse und haben uns gedacht, wir wollen mal wieder Urlaub zusammen, Philipp und ich, und eigentlich machen wir ständig Urlaub zusammen. Ja, wo ich jetzt in Malaga wohne, da ist natürlich die Entfernung schon ein bisschen größer, da muss man sich auch mal verabreden. Auch Dauerurlaub. Ja, sehr gut. So gehört sich das. Zumindest haben wir jetzt die Muttis, unsere Mütter mitgenommen auf Urlaub, und das ist eine total schöne Zeit. Und da hat sich auch schon so manch interessantes Gespräch so ergeben. Und da weiß man auch, wo man so manche Fähigkeiten her hat, weil das nämlich einfach zwei richtig tolle Frauen sind. Und zu denen gehen wir jetzt runter.